Hey Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde Gwent hier. Das Nilfgaard-Deck steht jetzt an. Nilfgaard-Taktik habe ich hier relativ neu zusammengebaut am Ende letzter Saison. Mit Skellige konnten wir ja leider nur einen Sieg einfahren und eine Niederlage. Gucken wir mal, wie es mit dem Kaiserreich jetzt läuft. Geht gegen die Monsters. Dreimal Schleier hat er hier. Ja, dieses Deck ist sozusagen eine kleine Kombination aus ein bisschen Assimilieren und ganz vielen Taktikkarten. Assimilieren haben wir genug, aber wir haben keine, um uns irgendwelche Karten zu generieren. Das ist natürlich schlecht. Du mal weg. Du mal weg. Na, ist jetzt die erste hier zum Erschaffen. Also müssen wir irgendwie versuchen, die erste Runde hinter uns zu bringen, damit wir dann besser ziehen. So, 9 Rüstungen kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht weg. Aber genau, wir machen ihm die damit weg. Sterne auf dem Teich sind noch nicht der Nachthimmel. Naja, wer weiß, vielleicht hat er seinen Verteidiger für irgendwas anderes geplant und jetzt ist er schon mal weg. Du würdest einen guten Sklaven abgeben. Oh, fängt er gleich mit dem Verspotten an. Du würdest auch einen echt guten Sklaven abgeben. Du hast genau das gemacht, was ich wollte, Alter. Selbst ein feiner Herr hat seine Last. Der ist jetzt auch weg. Und bin ich ein guter Sklave oder nicht? Na? Na, Kitulis, der macht erstmal so nichts. So, den beiden gibt er den Schleier. Ach nee, dem nicht. Der macht dann die niedrigste Karte weg. Der will bestimmt passen. Da will ich 3 verlieren, gehe also 5 runter. Ich habe jetzt Sieg genommen, ist völlig egal. Ich kann mit dem Spionage eh nichts anfangen. Tja, ey, da komme ich nicht ran. Kann ich machen, was ich will. Ja, ein Geralt würde das schon reißen, aber den habe ich leider nicht. Das wirst du nicht bereuen, werter Herr.
Die besten Waren gibt's in Serikalien. Ihr schwart Übles. Ja, dann holen wir uns mal die hier rüber, weil wir ja verlieren werden. Gloire in Kerser! Lass mich raten, Alter. Die Karte macht nicht die hier weg, sie macht nachher die hier weg. Oh, ich hab doch Glück gehabt. Na, das war mal eine ganz komische Runde. Ja, den hätte ich eben gut gebraucht, den Geralt, aber naja, er war leider nicht da. So, Schild könnte ich ja vielleicht ganz gut für ihn hier gebrauchen. Ah, ich versuche mich hier trotzdem mal daran, was Besseres zu bekommen. Na, immerhin Verteidiger. Er passt direkt. Na, nehme ich den Sklavenjäger. Nicht schlecht. Oh, wir haben ihn auch eine Karte mehr wie er. Das hätte ich jetzt nach der ersten Runde eigentlich nicht gedacht. Oh, drei Taktikkarten haben wir für die Dörte. Nochmal assimilieren. Hier können wir eine erschaffen. Die ist auch nicht von unserer Hand. Und die ballert dann auch nochmal rein. Ich glaube, ich starte so. Joa. Reitet los und der ersten assimilieren fangen wir mal an. Naja, wen er verzehrt, ist ja klar. Plus 14, plus 13. Ja, nehmen wir jetzt hier erstmal die Dörte, die so gerne rührte. Warte mal. Der muss in Fernkampf. Die Dörte ist egal, ne? Ja, packen wir die in Fernkampf. Vom Friedhof kannst du ruhig alles wegnehmen. Ich kann mir da eh nichts holen. Also ich komme mir da nichts holen. So, dann nehmen wir jetzt einen Verteidiger. Nein, die Dirty. Vergieß ihr Blut! Brecht ihren Willen! Der Sieg steht kurz. Und machen ihn nochmal sein Eichhörnchen weg. Weil den da kann ich mit Geralt zurücksetzen auf 1. Da schieße ich nicht drauf.
spart Zeit. So, nach 4 Zügen zieht er noch eine Karte. Das können wir verhindern. Ich treffe bam. Immer. Und bam, mach dich weg. Du würdest einen guten Sklaven abgeben. Na, oh, nimmt uns die Assibilien weg. Na, eigentlich beste Wahl, dass ich mit Philipp hier noch ein bisschen schießen kann. Dein Sklave hat gelegt. Was macht denn der Herr? Machst du auch irgendwas, mein Herr? Boah, yeah, da muss ich mal klatschen, ey. Da muss ich aber mal klatschen hier. Das war jetzt ja mal wohl ein richtiger Move, oder? Hoho, kann ich schon 21 wegnehmen. Ah, herrlich, ey. Herrlich, herrlich, herrlich. Unser großer Sieg wird viele Opfer erfordern. Ach komm hier, den einnehmen wir ihm jetzt schon mal weg. So, dann erschaffen wir uns erstmal eine. Füge 4 Schaden zu. Nee, muss ich eine verbündete Einheit verzehren. Darauf habe ich ja keinen Bock. Ich habe sowieso mehr Karten wie er. Komm, den gehen wir eben hier mit. Obwohl, Todeswunsch kann er eigentlich auch machen von mir aus. Ach komm. Soll doch die Karte da rauskommen. Noch eine hat er sowieso nicht. Da muss man hier ein paar mehr Karten haben, damit ich die immer einsetzen kann. Ich will wenigstens meine 3 Schaden raushauen. Immer noch keine 3 Schaden zu machen. Die kann ich sowieso noch nicht einsetzen. Da lach ich doch. Ja, können wir halt nur 2 Schaden zufügen, aber hier, bam, kriegst du noch einen mit und bam, kriegst du auch noch einen mit. Lala, das ist aber schön von dir. Weißt du warum? Weil jetzt kann ich dir 2 Schaden zufügen. Bam. Komm, nehmen wir mal unseren Geralt, ey, und dann wird er passen. Guck mal, hier. Hallo, alles klar bei dir? Hast noch 8? Ah, ich würde einen guten Sklaven abgeben, oder? Oder? Du würdest einen guten Sklaven abgeben. Du kannst gar nichts, Alter. Sieht man doch hier, wie du nichts kannst. Da verloren hast du. Hier, ich brauche nur passen. Ich liebe das halt, ne? Leute, die einen so halt verspotten, ne? Mit diesem, du würdest einen guten Sklaven abgeben. Ey, wenn die dann verlieren, das ist das Schönste überhaupt. Das ist wirklich das Schönste. So, erste Runde eingesackt. Dann gehen wir gleich wieder rein. Gucken wir mal, was wir in der zweiten reißen können. Mann, bin ich ein guter Sklave. Es geht gegen Nilfgaard. Der kann auch ergreifen. Wie viel kann er ergreifen? Oh, 6. Also er hat 12 Taktikkarten in seinem Deck. Davon mal einen weg. Komm, die nehmen wir auch erstmal einmal weg.
Ach komm, so fangen wir an. Tja, nehmen wir erstmal unsere Elite. Enard Fein! Mit dem kann er natürlich dann viel Schaden zufügen. Den nehme ich erstmal die erste assimilieren. Den hat er uns dann gleich mal weggenommen. Dann nehme ich ihm jetzt hier den Feuerskorpion weg. Spiel meine Dörte, die so gerne röhrte. Oh, der gute alte Joachim. Ich werde sie Gehorsamkeit mit Gewalt lehren. Die geht mal gleich auf 12 hoch. Heil, Kerser! 17 jetzt schon. Kann er uns leider alles wegnehmen. Dann probieren wir uns mal hiermit. Hat er der erstmal einen reingerömert? Dann gucken wir doch mal, ob wir nicht eine Giftkarte von ihm kriegen können. Oh, schade, das wäre die zu schön gewesen. Na egal, er soll uns auch erstmal reichen. Ich treffe immer. So, so, so. Und so. Na los ey, spiel noch eine Karte aus und bleib hinten, ey, weil dann werde ich auf jeden Fall passen. Wir haben jetzt schon so viele gute Karten gespielt. Aber er passt. Passen wir natürlich auch. Wir müssen natürlich aufpassen, weil er uns hier eine Sechser wegnehmen kann. Tauschen wir mal hier. Assimilieren haben wir jetzt schon nichts Dickes mehr. Da kommt natürlich einer dazu. Dann gucken wir doch mal, ob wir es nicht schaffen, ihm hiermit vielleicht seine Anführerfähigkeit rauszujuckeln. Nee, lässt er sich nicht rausziehen.
Tja, wir müssen auch auf jeden Fall passen. Sonst kommen wir nachher noch in Kartenrückstand. Ziel gesichtet. So, damit können wir auf jeden Fall eine Einheit Spionage geben und ihn dann mit Vincent wegmachen. Den Block nehme ich lieber auch mit. Versuchen wir uns hier mal. Der war nicht so gut. Naja, Geralt, ob das so gut war, weiß ich auch nicht. Ja, wie kriegen wir am besten seine Anführerfähigkeit gezogen? Wahrscheinlich mit Philipp. Gloire in Kerser! Ah, 4 Taktikkarten hat er so also vorhanden. Ja, wie gesagt, ich denke, das ist die beste Option, ihm vielleicht die Anführerfähigkeit rauszuziehen. Ja, also einige gute Karten auch noch im Deck, ne? Ja, aber er hat leider den Meuchelmord nochmal, so muss er seine scheiß Anführerfähigkeit immer noch nicht einsetzen. Leid hebt eine neue Sphäre. Wenn ich fertig bin, wirst du Graf sein. Gehen wir dir mal Spionage, damit wir sich vielleicht irgendwann mit Vincent wegmachen können, auch wenn ich den eigentlich lieber für irgendwelche bessere Karten nehmen würde. Genau, für die zum Beispiel. Aber die blocken wir ihm erstmal. Wir haben die Witterung aufgenommen. Weil wenn er die jetzt läutert, dann ist das Schild auch weg und dann können wir sie zerstören. Heil Herser! Naja, läutert aber nicht. Verbessert uns noch einer. Achtung, wir triumphieren! Sehr gut. Tja, um irgendwie an eine Karte zu kommen, die ich dann auch nochmal ausspielen kann mit dem Gnadenstoß, gebe ich dir jetzt hier mal 5 mit. Ich treffe immer. Wenn ich dann Glück habe, wenn ich sie ausspiele und das hier drauf geht. Na, jetzt nimmt er uns erstmal wieder eine weg. Ja, also ein blödes Ergreifen, ey. Das macht mir natürlich das ganze Leben schwer. Der, ich muss erstmal die hier nehmen. Preiset die große Sonne! Ach so, man darf sich das aussuchen, das wusste ich gar nicht. Ja, hier gehört natürlich die hier. Manöver. Na, was kommt jetzt? Einen verbessern?
Da in der Reihe, das ist gar nicht so schlecht, wenn das alles in einer Reihe sich abspielt. Ich kann die hier nicht ausspielen, die klaut er mir sofort. Aber sofort. Muss ich als allerletztes ausspielen, dann bringt sie mir zwar auch nichts mehr, aber da kann er sie sich wenigstens nicht klauen. Ihr müsst uns einfach eine Dann nehmen wir jetzt erstmal hier die Zähne weg. Ich bin mit dem Deck auch noch nicht so erfahren. Ich weiß nicht, also den Typen, so wie der, was der so für Karten hat mit meinem Agentendeck von damals, hätte ich das bestimmt geregelt. Hätte ich so viele Karten zum Vergiften gehabt. Na, der spielt natürlich mit dem Turnier-Gluma, ist klar, ey. Alles scheiße, alles Mist. Dann machen wir das erstmal so. Dann geht die da auf 1 runter. Boah, da kann er sogar noch eine Karte wegnehmen. Das haben wir auf jeden Fall verloren. Sterne auf dem Teich sind noch nicht der Nachthimmel. Dürne wart. Ziel gesichtet. Ja, das ist sehr schade. Also das Deck hat noch so seine Lücken. Ich komme eh nicht mehr ran. Ist völlig egal, was ich mache. Ja, da haben wir krass verloren. Können wir auch direkt passen. Wollen wir nicht mehr weiterspielen. Ja, ist noch nicht so ausgefeilt. Das Deck muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. So, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und ciao.